Heute ist der 9. Dezember 2018. Wir sind gerade in Wien. Wir sind hauptsächlich nach Wien gefahren, um zwei Kommissionsmitglieder zu treffen, die Anto Gussi und die Fatou N'Dour. Die beiden sind spezialisiert auf internationales Recht. Und also das Wichtigste war, die beiden zu treffen. Und das Ganze haben wir dann verbunden mit einer Infoveranstaltung, die wir gestern Abend hier gemacht haben in der W23. Eingeladen wurden von Jugendlichen aus Österreich, die linke Viertel, die uns eingeladen haben, über den Verfahren oder über den Fall von Uri Jalloh zu sprechen. Ja, wir waren gestern da und es hat mich wirklich sehr überrascht, dass ich so viele Jugendliche gesehen habe, die wirklich überraschend war. Über dieser Fall von Uri Jalloh, die wirklich auch sich nicht vorstellen könnten, dass sowas in Deutschland passieren kann. Für die Zuschauer ist es natürlich erschlagend, immer wieder, nicht nur wegen der Komplexität, sondern grundsätzlich schon mal wegen der Brutalität, die dahinter steht. Die Infoveranstaltung, die war super gut. Ich war überrascht, dass halt schon einige Leute halt richtig viel wussten und das mitverfolgt hatten. Und ja, es ist eigentlich so, wie wir das oft erleben, dass die Leute halt schon einiges wissen, aber dann, wenn wir halt ins Detail gehen und nochmal aus unserer Perspektive schildern, wie wir das erlebt haben und auch dann nochmal auch erklären, was wir machen und vorhaben, ist das für die Leute immer eine große Motivation. Und wenn wir dann Infoveranstaltungen machen und diese ganzen komplexe an einer Perlenkette aufgefädelt sozusagen präsentieren, dass sie auch leichter verständlich werden in ihren ganzen Zusammenhängen, dann erleichtert es den Zuhörern natürlich das Verständnis. Ne? Ja, und der letzte Punkt, denke ich auch, der immer wieder die Zuschauer überrascht, ist, dass er viel in den Medien war. Menschen den Eindruck haben könnten, oh ja, Uri Jalloh kenne ich, habe ich gelesen, habe ich das Monitorvideo und das nächste Monitorvideo und das letzte Monitorvideo auch gesehen. Ich bin da dran am Fall, ich bin da up to date. Aber wenn halt die Menschen, die das tatsächlich betreiben und machen und ganz, ganz tief drinstecken, dann präsentieren, ist es halt nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Das wegen Repression, es ging nicht nur um mich, an sie auch selbst, sie ist auch mehr einmal zusammengeschlagen worden. Ich bin auch zusammengeschlagen worden. Ich bin mehrere Mal angezeigt worden, dass ich Polizeibeamten beleidigt habe. Ich wurde angegriffen von Neonazis. Also der aktuelle Stand ist der, dass die Generalstaatsanwaltschaft die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Halle bestätigt hat, also für rechtens erklärt hat, für juristisch nachvollziehbar erklärt hat. Der Einstellungsvermerk oder besser gesagt die Prüfung des Einstellungsvermerks durch die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg, die gesagt hat, okay, es gibt keinen Anfangsverdacht für Dritte und wir halt so gesehen zurückgerutscht sind an den 7.01.2005, wo behauptet wurde, er hat sich selber angezündet und jetzt haben wir quasi nochmal einen 200-seitigen Beleg dafür, wie von Anfang an bis letzte Woche sozusagen bis zum heutigen Tage dieser Fall nicht aufgeklärt werden soll. Es ist jetzt eingestellt und wie gesagt, das war keine Überraschung für uns. Ne? Ich habe das vorher auch gesagt, das sind Sachen, die seit Jahren von denen selbst vorbereitet wurden. Ne? Und man fragt sich immer, von wo kommt das alles hier? Wo kommt das alles hier? Ich hatte seit am Anfang schon gesagt, dass es wirklich eine große Linie ist. Ne? Das gehört nicht nur der Staatsanwaltschaft dazu. Man hat wirklich das bemerkt, im Verfahren von Uri Jalloh, dieser Staatsanwaltschaft, das Justiz, wenn ich dir mal ehrlich bin, die sind nicht unabhängig. Also es ist Fakt, dass die werden von Innenministerium,
Justizministerium, die werden alles von denen dirigiert. Es reicht so, wir gründen eine Kommission. Und die Kommission ist jetzt vor einem Jahr gegründet und sie arbeitet. Und auch diese Entwicklung der Kommission selber ist ja ein positiver Erfolg. Und es ist ein großer Erfolg, sich mit den Anwältinnen heute getroffen zu haben und überhaupt die gewonnen zu haben, in dieser Kommission mitzuarbeiten. Und es auch nochmal, sprengt es nochmal den Rahmen, in dem wir uns vorher bewegt haben, weil wir einfach auf eine andere juristische Ebene auch einsehen können. Wie läuft das denn jetzt auf internationaler Ebene eigentlich ab? Das war halt so das erste Mal, wo ich halt auch mehr verstanden habe, was da eigentlich gebraucht wird, auch wie wir die Akten lesen müssen, um eben diese Kriterien, die dann vor höheren Gerichten dargelegt werden, auch alle schön herausarbeiten können als Kommission. Und gleichzeitig ist es auch gut gewesen, das Treffen zu diesem Zeitpunkt zu machen, weil eben dieser Vermerk kam. Jetzt sind die Anwälte in der Position, innerhalb von einem Monat eine Begründung zu schreiben für dieses Klageerzwingungsverfahren. Und da kann eben die Kommissionsmitglieder auch unterstützend wirken und gucken, okay, wo können wir da und wie können wir da mithelfen, um Druck auszuüben, beziehungsweise eben nochmal den Anwälten helfen, das rauszuarbeiten, was eher schon die ganze Zeit klar war, aber nun muss es halt eben nochmal gesagt werden von noch mehr Leuten. Wird ein Prozess sein, der jetzt viel Kraft kostet für die Mobilisation, weil das müssen wir nebenbei auch noch mit leisten, da unsere Argumentationslinien, die für uns wichtig sind, klar zu machen, aufzuschreiben, an die Anwältin auch mit zu übergeben. Ja, jetzt sind wir halt ganz viel unterwegs in verschiedenen Städten in Deutschland und eben auch hier in Wien und gucken, dass wir viele Leute mobilisieren, dass wir die Leute aufklären, weiterhin sowieso, aber auch sagen, ey Leute, das, was wir machen, das läuft gut, aber kommt bitte nach Dessau, weil es ist wichtig für uns, dass ihr da seid so. Und es ist auch vor allem wichtig, dass wir in Dessau zeigen, dass wir ganz, ganz, ganz viele Menschen sind, die wissen, was da passiert ist und die wütend sind, weil das da passiert ist und die Aufklärung wollen und die auch trauern wollen und was auch immer auf jeden Fall. Ne? Also diese Ungerechtigkeit ist nicht nur der Mord ist die Ungerechtigkeit, sondern auch das, was sich bis heute fortsetzt, ist so der Versuch einer Demütigung, also und es ist demütigt die Familie auf jeden Fall, das Opfer sowieso, aber es ist auch eine Verarschung unserer Intelligenz wirklich. So. Also sie versuchen das, aber ich meine, dadurch, dass wir das durchschauen, ist es für uns auch, weißt du, also kann es uns nicht klein machen, sondern bestärkt uns eher in dem, was wir tun. So. Und auch die Anta meinte heute, dass es zwar bestimmt schwierig ist, es nochmal so in so, die Lügen halt alle nochmal zu lesen und noch mehr Lügen draufgepackt, aber es ist gut, weil nochmal haben sie sich entblößt. Also nochmal zeigen sie, was nicht sein darf. Nämlich, dass das aufgeklärt wird, dass Polizisten Menschen in Polizeizellen anzünden oder eben foltern, bis sie tot sind. Dessau hat am 7.1. immer einen Besuch verdient. Also eigentlich müsste da jeden 7.1. immer ganz Deutschland nach Dessau kommen und Feuerzeuge vor die Staatsanwaltschaft, vor die Gerichte und vor das Polizeirevier ablegen, damit die wissen, dass wir es ernst meinen und dass wir auch wissen, wo der Kern des ganzen Betruges sitzt und zu finden ist und nachgewiesen werden kann. Wir gehen hier, weil Menschenrecht verletzt worden ist. Weil jemand in einer Zelle mit Händen und Füßen gefesselt worden ist, verbrannt worden ist. Das ist das Kampf. Das alleine reicht, wirklich jede Woche auf die Straße zu gehen und zu sagen, stopp, etwas stimmt nicht. Etwas stimmt nicht in eurem Kopf. Wach, sie sollen wach bleiben, sie sollen ihre Augen aufmachen. Oder wir kommen zu denen, wir schüttern den, hey, wach bleiben, wach. Es geht nicht mehr, es ist irgendwo, reicht, stopp. Dass sie aufhören soll,
dass sie aufhören soll, einfach dieser Welt einfach so kaputt zu machen.